Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe hier eine Maske ausgepackt, eine FFP2-Maske, und da ist auch so ein Beutel dabei, ja? Und ich lese Ihnen mal vor, was zum Einsatzbereich dieser FFP2-Maske dort drauf steht. Ja, das ist wichtig, das sollten wir alle wissen, wovor uns diese FFP2-Maske schützt. Ne? Also, Einsatzbereich. Geeignet zum Schutz gegen Pulver. PM2.5 Dunst. Bakterien, Speichel, Staub und so weiter. Mit und so weiter müssten dann ja wahrscheinlich die Viren gemeint sein, oder? Glaubst nicht? Also draufgeschrieben haben sie es nicht. Die Gesichtsmaske ist winddicht und schützt das Gesicht vor Kälte. Damit unsere englischsprachigen Videobetrachter das jetzt auch mitkriegen, lese ich mal den englischen Text auch nochmal kurz und bündig hintereinander weg. So, ne? Also für Bernie in Australia sage ich das jetzt mal auf Englisch, dann kann er das rausschneiden und dann seinen Fans dann weitergeben. This mask is suitable for protection against powder, PM2.5 smog, particulates, flu, bacteria, saliva, dust, etc. The face mask is good for windproof and protection the face against cold weather. Also deswegen ist es auch ganz gut, wenn man die dann im Sommer aufsetzt, ne? Weil das gegen Cold Weather schützt. Habe ich das falsch gemacht? Entschuldigung, also falls ich da ein bisschen durcheinander gekommen bin. Tragemethode. Wearing Method. Öffnen Sie die Maske und legen Sie es auf den Nasenrücken. Wenn Sie die Maske angezogen haben, drücken Sie auf den Nasenrücken, um sie zu schließen. Haben Sie das verstanden? Ich nicht. Aber kann ja nicht so schwer sein, haben andere ja auch schon hingekriegt. Also ein bisschen probieren, ne? Und auf keinen Fall so anfassen, wie ich das jetzt gerade mache. Da steht auch noch was dazu, ne? Aber bevor ich dazu komme, noch. Open the mask and place the bridge of the nose on it. After wearing the mask, press the bridge of the nose to close it. The protective effect is better. Wir wollen nur das Beste für Sie, also machen Sie das genau, wie ich Ihnen das vorgelesen habe, ja? So, Vorsichtsmaßnahmen. Halten Sie die Gesichtsmaske vor dem Gebrauch sauber und berühren Sie nicht die Innenseite. Tun Sie das nicht, ja? Also, stellen Sie sicher, dass die Gesichtsmaske zum Gesicht passt. Nein. Doch, das steht da, dass die Gesichtsmaske zum Gesicht passt. Indem Sie das Nasenstück einstellen und die Maskenkante nahe am Gesicht halten. Überprüfen Sie die Luftdichtung der Maske. Verwenden Sie diese nicht, wenn die Gesichtsmaske gebrochen ist, ein Loch oder eine Undichtigkeit aufweist. Viertens, waschen Sie die Gesichtsmaske nicht mit Wasser, da Wasser die Filterfähigkeit und den Schutz beeinträchtigt. Ich habe von schon ein paar Leuten gehört, die die Dinger gewaschen haben. Ne? Also sinnlos, sie brauchen ein paar davon in der Tasche. Ich weiß nicht, wie lange die sie tragen können, aber vielleicht kommt das ja noch hier. Ne? Fünftens, dunsten Sie die Gesichtsmaske nicht und stellen Sie sie nicht in die Mikrowelle. Was für Ideen die Leute kommen. Halten Sie die Maske von Dämpfen, Ölen, Chemikalien, Farben, Flüssigkeiten, Säuren und Laugen fern. Hä? Entsorgen Sie die Gesichtsmaske, wenn sie ziemlich schmutzig wird oder der Atemwiderstand offensichtlich zunimmt. Also ich glaube, da müsste ich die meisten Masken sofort entsorgen, weil mir ist überall der Atemwiderstand zu hoch. So, also cautions, dasselbe nochmal auf Englisch. Ne? Aber
Das muss ja bei Ihnen nicht so sein. Ne? Also klären Sie das mit Ihrem Arzt ab und mit den Sachverständigen vom RKI und unserer sachverständigen Regierung. Und ansonsten lese ich es nochmal auf Englisch, ne? Damit Sie auch was verstehen, wenn Sie nur Englisch können. Cautions. Keep the mask face clean before it. Do not touch the inner side of the face mask. Ensure the face mask fit to face by adjusting the nose piece, keeping mask edge close to face. Check the sealing of mask do not use if the face mask is broken or with hole or leakage. Okay. Do not wash the face mask with water. Okay. Water will destroy filtering ability and protection. Na, also nochmal, mit Wasser waschen ist nicht vorgesehen bei diesen Dingern. So. Do not steam the face mask and do not put it in micro oven. Keep the face mask away from vapor, oils, chemicals, paints, liquid, acid, alkaline objects. Discard the face mask when it gets quite dirty or breathing resistance increase obviously. Oh Mann, ist das alles anstrengend, ja. Also, bei meinen Schülern, wie viele Wochen setze ich da an für die entsprechende Lernkurve? Sag ich nichts zu, ja, ich will ja nichts Falsches hier sagen. Das überlasse ich mal den Kollegen, das zu beurteilen, ob sie es richtig machen. Also ich habe auf jeden Fall schon mal die Bedienungsanleitung vorgelesen. Ne? Kommt nichts vor mit Viren, müssen wir nochmal checken. Am besten, um auf Nummer sicher zu gehen, ist, sagen Sie, Sie kaufen nur Masken, auf denen auch auf der Verpackung draufsteht, dass sie gegen Viren schützt. Okay? Also in die Apotheke und dann sagen Sie, ich bitte um einen Stapel von mindestens 20 Masken, weil Sie haben ja gesehen, Sie können sie nicht mit Wasser waschen, Sie können sie nicht wiederverwenden, Sie dürfen sie nicht falsch anfassen, Sie haben eine begrenzte Tragedauer von, sagen wir mal, 2 Stunden oder so. Ne? Also müssen Sie nochmal nachschlagen. Aber eine Maske einen Tag lang zu tragen, ist keine gute Idee. Es gibt diverse Leute, die haben die Dinger bereits eingeschickt in ein Institut zur Untersuchung. Und was man darauf so alles so findet, das kann man dann in den Untersuchungsberichten lesen. Ich werde mich dazu hier nicht mehr auslassen, weil es da immer irgendwelche Trolle gibt, die dann meinen, das wäre falsch, was ich hier sage. Also schicken Sie Ihrem Maske, ich hätte beinahe gesagt, Ihre Schicken Sie Ihre schöne, tolle Maske, die Sie maximal 2 Stunden aufgehabt haben, ins Labor und lassen Sie sich bescheinigen, was da alles an Dreck drin ist. Nicht Dreck, natürlich an ausgeatmetem CO2. Ne? Also, okay, Sie werden sich wundern. Nun gut, also ich wollte Ihnen ja nur die Bedienungsanleitung vorlesen. Ich unke hier nicht rum, ich sage nichts Böses. Ich wollte nur Klarheit schaffen. Ne? Also. Und Masken ohne solche Beipackzettel würde ich gar nicht kaufen. Und außerdem lassen Sie sich das wirklich bescheinigen, dass die vor Viren schützen. Ansonsten haben Sie ja keine Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller, wenn Sie sich dann doch ein Virus einfangen, obwohl Sie eine Maske aufgehabt haben. Ne? Und das macht ja nun echt keinen Sinn, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, wenn die nicht vor Viren schützt. Also, nochmal zusammengefasst, Fazit, kaufen Sie nur Masken, die vor Viren schützen. Okay? Schönen Tag noch. Es ist der 1. Mai. Es ist ein schöner Tag. Ne? Okay.